richtet sich an Menschen, die Microsoft Teams benutzen können, an Lehrende, die mit Lernenden über Teams kommunizieren, wo auch das ganze Teams-Setup schon vorhanden ist. Wer das nicht hat, die sollten sich vielleicht eher bei den anderen Videos umsehen, weil da Alternativen auch gezeigt werden, wie man ohne Teams auskommen kann. Wenn Teams vorhanden ist, dann sollte man diese Teams-App öffnen. Ich habe jetzt hier ein Team gewählt, in dem ich schon drin bin und möchte jetzt kurz zeigen, wie man Videokonferenzen in Teams durchführen kann. Also wir haben hier den Diskussionskanal mit Beiträgen. Ich habe hier dann die Dateienansicht, wo ich natürlich einfach Dokumente hochladen kann, wenn ich das möchte. Und gehe jetzt hier aber wieder auf diese Beiträge-Chat-Ansicht und wähle dann da unten dieses Kamerasymbol aus. Also ich zeige es noch kurz. Hier dieses Symbol hier. Klick da drauf. So, ich klicke jetzt wirklich drauf. Jetzt kommt die Besprechung. Also, und das kann ich natürlich jetzt mit einer ganzen Klasse machen. Ich kann es mit einer kleinen Arbeitsgruppe machen. Ich kann das aber auch eins zu eins, wie ich das schon gezeigt habe. Also, wir machen jetzt hier kurz eine Vorführung. Gebe dir meinen Titel. Füge ein, jetzt besprechen. Jetzt wird es so richtig cool. Also, ihr seht jetzt, sieht man mich. Und ich kann jetzt hier oben Menschen aus dem Team einladen, die ich einladen möchte. Hier gibt es schon ein paar Vorschläge von Personen, die mit mir an der Schule zusammenarbeiten. Und ich kann jetzt, das ist ein sehr hübsches Feature, jetzt haben wir die schöne Sonne hier. Ich kann den Hintergrund weich zeichnen. Sieht denn so aus. Also jetzt fast ein bisschen künstlerisch. Vielleicht drehe ich das Licht mal so. Dann total professionell, weil der Hintergrund weich gezeichnet ist, ich da im Vordergrund. Wenn es noch ein bisschen mehr Licht hätte, es würde total schön aussehen, aber wir lassen es mal so. Also ich lasse den Hintergrund weich gezeichnet. Dann kann ich meinen Bildschirm teilen. Also ich könnte jetzt hier PowerPoint machen, ich kann ein Whiteboard einblenden. Also ich habe ganz viele Möglichkeiten, um Dokumente hochzuladen oder zu teilen, mit denen ich auch weiter zusammenarbeiten möchte. Ihr müsst es ausprobieren. Also bei diesem Whiteboard, da kann ich drauf zeichnen, ich kann hier PowerPoint abspielen, ich führe das mal vor. Und jetzt habe ich die PowerPoint-Präsentation und kann da dann natürlich auch Dinge zeigen und mich so durchklicken. Ich beende die Präsentation, gehe wieder zurück in meinen Bildschirm und ja, würde sagen, das sind so die wichtigsten Funktionen gewesen. Die Leute, wenn ihr jetzt mehrere Personen seid, dann werden die alle unten eingeblendet. Ihr könnt so eine Besprechung durchführen und alle Materialien, die ihr in Teams habt, miteinander ansehen, besprechen, kommentieren. Sehr praktisch, wenn Teams schon installiert ist. Ihr braucht keine zusätzliche Software für solche Videokonferenzen. Wenn ihr jetzt hier wieder rausgeht, also ich hänge jetzt hier mal auf, dann ist das hier noch vorhanden. Also ich sehe hier, dass diese Videokonferenz stattgefunden hat und alle, die im Team drin sind, werden da auch eingeladen oder sehen das in ihrem Chat, dass dieser Austausch jetzt im Moment stattfindet. Das auch wieder ein Anlass, probiert es mal aus. Ich zeige nicht alle Features, die diese Tools haben, sondern es geht einfach wirklich darum, den Anstoß zu haben. Probiert es mal aus, das funktioniert, das ist alles schon da. Also gerade wenn ihr Office 365 und Teams habt, schaut doch auch im Netz um, da könnt ihr alle Dinge, die ihr machen möchtet, im digitalen Fernunterricht, die lassen sich mit Teams problemlos abspielen.
Danke fürs Zuschauen, Kommentare, Fragen da unten. Ich greife gerne alles auf, gehe darauf ein, was ihr jetzt noch nicht versteht, was ich noch genauer erklären sollte. Danke sehr.